Hallo und willkommen zurück zu Flinks spielt Factorio Folge Nummer 22. In der Folge, denke ich, werde ich noch ein kleines bisschen an der Ökoaktion arbeiten und dann sehen, dass ich schon mal die blauen Chips auf den Weg bekomme. Fangen wir also gleich an. So. Zur Produktion in der Ölverarbeitung wollte ich noch eine Umwandlung von Schwerel in Leichtöl machen und ich habe mich entschieden, zwei von Leichtöl in Petroleumgas. Also werden wir ein paar Raffinerien brauchen, Chemiefabriken. Da brauchen wir noch ein paar Eisenplatten für. Da sind ein paar unterwegs. Gut, Roboter. Ja, als nächstes werde ich dann noch die Umspannwerke erforschen und dann anfangen, die ersten Solarpaneele irgendwann zu setzen, nachdem ich dort eine Fabrikation für aufgebaut habe, weil die möchte ich definitiv nicht selber herstellen. Dann lasse ich lieber ein bisschen die Fabriken für mich arbeiten und dann geht das alles gut. Wo kommt denn hier das Wasser? Ach, das kommt von da oben, okay. Die erste Fabrik für Schweröl nach Leichtöl. Passt dort gar nicht gut rein. Kleines bisschen höher. So. Damit ist die gleich ausgangstechnisch ans Leichtöl angeschlossen. Dann werden wir hier jetzt das dort machen. Dann haben wir das Wasser. Das Öl holen wir uns von hier. Und dann müssen wir da wieder einen Strom aus dem Packen, dass alles wieder läuft. Tut es immer noch nicht. Aber hier noch einen Strom aus dem, und dann geht das alles wieder. So, währenddessen sind die anderen beiden auch fertig. Die werde ich jetzt hier auch noch oben dransetzen. Mit jeweils einem dazwischen. So, das müsste beinahe auch gut passen. Strommasten wieder dazwischen. Abtransport. Und einmal dazu packen. Da ist schon Wasser da. Dann werden wir hier auch noch kurz Wasser hinbringen. Und dann brauchen wir noch Leichtöl. Oben. Okay. So, alles am Arbeiten. Alles ziemlich versperrt dort an der Ecke. Ja, das. Oh doch, das sieht so aus, als ob das einiger gut geht. Hier habe ich jetzt auch schon ein kleines bisschen Platz wieder. Und hier arbeiten alle vier. Gut. Damit haben wir das auch erstmal ein bisschen und jetzt gucken wir nach den blauen Chips, die wir brauchen. Dazu brauchen wir grüne Chips, rote Chips und Schwefelsäure.
und eine Fabrik, in der wir das basteln können. Also bauen wir als allererstes eine Fabrik. Machen wir erstmal eine einfachere. So, rote Chips bekommen wir schon von dort oben. Und grüne Chips habe ich dort oben. Also, wenn wir jetzt uns hier aus der Kiste einfach auch noch mal ein paar Chips rausholen. Und das alles nach hier oben bringen. Und hier gleich noch die Sache mit dem Splitter machen, dann haben wir die nämlich alle auf einem Band. Wo ist er hin? Da ist er hin. Durch. Auch dadurch. Und was braucht man noch, habe ich gesagt dazu? Schwefelsäure. Schwefelsäure wird hier unten irgendwo produziert. Kommt denn die hier raus? Da passt das. Ist das auch okay? Dann habe ich hier die. Mal sehen, dass wir das nach oben erstmal kriegen. Ja, und mein Sohn hat gesagt, ich habe irgendwo einen kleinen Fehler gemacht mit dem. Kupfererzen. Die. Geschmolzen werden zu Kupferplatten. Da werde ich gleich noch mal hingucken. Aber erstmal haben wir jetzt alles oben. Fast. Da müssen jetzt auch die Verbindungsstücke dazu. So. Erstmal alles oben. Einmal kurz gucken zu den Kupferplatten. Er meinte, ich habe dort einen Knickarmroboter vergessen. Ah, zurzeit sieht das aber gut mit der Auslastung aus. So, es müsste ja der unterste gewesen sein, wie er gesagt hat. Tatsächlich, ich habe den vergessen, der rausholt. So, Knüppeldicke voll, wird jetzt leer gemacht. Ah, ist doch gut, wenn ab und zu mal noch jemand anders drauf schaut. Ach ja, ich wollte mal noch ein paar Radare bauen. Das kann ich, glaube ich, nicht mehr machen. Und noch ein paar Eisenplatten. Und bauen noch zwei. Der eine ist gleich fertig, beziehungsweise jetzt fertig. Den packen wir hier unten noch dazu. Dann auf der anderen Seite, wo der kleine Durchgang ist. Und einer mit. So, dann bauen wir hier noch einen hin. Oh, da kommt gerade was. Da ist auch ziemlich dicht eine Basis, wenn ich das so richtig sehe. Also fast dicht, da müsste sie sein. Oder ist das Öl? Nein, das ist Öl.
Das sind dann die Basen. Ja, irgendwann ist mal eine größere Runde angesagt. Aber da will ich erst ein paar Kapseln und so weiter herstellen. Mal gucken, ob ich das nicht nur mit dem Turm-Dings hinkriege, sondern auch richtig selber kämpfen kann. Und packen wir die letzte Schüssel hier hin. Bauen unsere blaue Chip-Produktion. Chips. Das bewegen wir mal. Und dann. Oh, gar keine unterirdischen Rohre mehr. Dann gehe ich mir doch noch ein paar unterirdische Rohre holen. Wieder ein bisschen Vorrat. Na, wo bin ich? Da bin ich. Oh, hier sieht man auch das erste Mal, dass man in so Fabriken, ich glaube das erste Mal, dass man in so Fabriken auch Flüssigkeiten reinpacken kann. Weiß ich nicht mehr genau. Und dann brauchen wir noch. Ja, habe ich mir gedacht, muss ich noch mal ein bisschen umbauen. Und die packen wir. Den wollen wir weg. Passt. Da stellen wir die Chips ein. Drehen das Ganze, weil wir wollen von der Seite das alles haben. Nehmen den Strommasten weg. Und packen einen Strommasten wieder hin. Die Verbindung dahin. Ein Roboter dahin und ein Langarmroboter brauche ich auch noch. Kupferplatten, ups. Da hinten sind Kupferplatten. Und dann brauchen wir noch einen schnellen und nehmen wir eine bisschen größere Kiste, weil die blauen, die brauche ich ganz viel und wenn die dann nebenher produziert werden. Ich habe noch eine Stahlkiste, die ich irgendwann mal gebaut habe. Dann nehmen wir die. Und ganz normale Holzstrommasten. Da unten wird wieder gekämpft. So. Wie braucht er denn? Oh, 20. Na, da hat er ein bisschen was zu tun. Das sollte ich vielleicht mal. Ja, das ist dann auch noch ein roter, aber dann baue ich da einfach mal noch einen roten. Da wäre es dann praktischer gewesen, ich hätte es andersrum gebaut, dass ich an die roten mit dem blauen Arm rankomme. So. Jetzt wird er ordentlich reingefügt. Mal schauen, wie lange die grüne Produktion der Chips ausreicht. Da muss ich dann schlimmstenfalls nochmal so ein Konstrukt bauen, damit das alles schneller geht.
So, das ist die Stromforschung dort. Stromtechnisch habe ich jetzt erstmal nichts. Also machen wir mal einfach mit meinen Kugeln weiter für meine persönlichen Waffen. Jo, die laufen. Gut, dann werde ich mal anfangen, ein paar Solarplatten. Das sind die, die brauchen wieder grüne und Kupferplatten und Stahlträger. Und Akkus, Batterien und Eisenplatten herzustellen. Und außerdem noch die Umspannstation. Oh Mann, das wird viel. Ich glaube, das Ganze sollte ich erstmal bauen, wenn ich Roboports habe, sprich, ich Sachen transportieren kann mit Robotern. Das wird so langsam richtig unübersichtlich mit Fließbändern. Aber da muss ich noch so ein bisschen mehr machen und ich glaube, ich fange doch erstmal damit an, Solarmodule herzustellen. Also Kupfer, Stahl und Grüne. Habe ich Stahl schon hier irgendwo in der Nähe? Den sieht nicht so aus. Also werden wir jetzt Stahl noch mit nach oben holen. Was ein bisschen schwierig wird. Das führen wir dann einfach erstmal hier außen lang. Oder wir bauen das Ganze überhaupt hier hin. Jo, das ist, glaube ich, besser. So, das heißt, ich brauche Stahlträger, Kupferplatten und Kohlen. Für Kohlen brauche ich Kupferplatten, Eisenplatten und so weiter. Das heißt, als allererstes bauen wir eine neue grüne Produktion auf, grüne Chip-Produktion. Die wir einfach gespiegelt an die andere Produktion ranbauen. So, ups. Kupferplatten. Yep. Noch zwei von denen und yep, da brauchen wir auch noch ein paar Eisenplatten für die schnellen Inserter. Vier hatte ich, fünf, sechs und ein, zwei, drei, vier, ein, zwei. Und zwei rote. Gut, während der hier noch baut, werde ich einmal kurz umschauen und wahrscheinlich wieder Mauer reparieren gehen. Und schlimmstenfalls noch ein paar Lasertürme platzieren. Ich habe ja noch ein paar. So. Ach, da sind auch noch die da. So, einmal reparieren. Okay. Dann packen wir mal noch 1, 2, 3 dieser Türme dahin. Da unten sehe ich immer bloß Türme, ohne dass groß was kaputt geht. Ja, ich kann aber jetzt schon erstmal anfangen, die Fabriken zu platzieren. Dann sind die Knickarmroboter noch am Bauen und ich gucke noch mal nach da unten wegen möglichen Reparaturarbeiten. Und wühle mich so durch das Geflecht meiner ganzen Fabriken und Stromversorgung. Stromversorgung ist noch gut. Ja, doch ein paar.
aber alles besser. Alles noch im Rahmen. Mach ganz. Dann bauen wir hier noch schnell 1, 2, 3, 4 von denen hin. Bauen hier in die Lücken noch ein paar dazu. Na. Die Roboter sind fertig. Eisen und Kupfer fließen immer noch. Oder wieder, wo ich jetzt so viel weggeholt habe. Hier kommt der Stahl nach oben, wo wir uns gleich noch was holen. Aber erstmal die Roboter. Und die beiden roten andersrum. So. Einmal das. Einmal das. Dann brauchen wir noch Eisenplatten. Das reicht, wenn wir die hier wegnehmen und ran damit. Und der Abtransport der. So. Und Stromversorgung. Alles läuft. Das nächste, was wir dazu brauchten, waren Stahlträger und Kupferplatten. So, die Schaltkreise brauchen wir am meisten, also packen wir die Stahlträger und die Kupferplatten auf ein Band. Aber andersrum, weil wir die am meisten brauchen. Infolgedessen sehen wir dazu, dass wir die auf der nahen Seite haben. Das Stahl und das Kupfer auf der fernen Seite. Genau die Sache, die ich oben schon erwähnt habe mit langen Armrobotern und schnellen Robotern. Die langen, die sind langsamer als die schnellen, aber können weiter reichen. Es gibt Modifikationen, ziemlich viele sogar für Factorio, die noch andere Roboter, Knickarme und so weiter zur Verfügung stellen. Weil Factorio ist sehr modderfreundlich und wird auch von den ja, so
und wird auch von den Entwicklern voll modfähig unterstützt. So, alles aufgesammelt. Dann holen wir uns hier noch das Kupfer weg. Und packen das dann zusammen. Ein Band. Und bringen das nach oben. So. Für die Solarzellenfabrik sollte ich kurz gucken. Weg. Reicht mir einer. Weil ich dies in die Kiste packe und immer wenn ich neue Solarzellen aufbauen will, hole ich mir die da ab, beziehungsweise später lasse ich die dann von Robotern abholen. Nee, das war jetzt falsch. Hier wollte ich doch. So wollte ich das haben. So. Und das Ganze lassen wir dann auch noch raus transportieren in die eine schöne Eisenkiste, die wir hatten. Und dann muss das Ganze noch unter Strom gesetzt werden. So, das sollte jetzt funktionieren. Wunderbar. Das lassen wir jetzt so ein bisschen arbeiten. Dann werde ich noch eine Akkumulatorfabrik bauen. Das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Akkumulatoren brauchen Eisenplatten und Batterien. Die Batterien werden hier hergestellt. Eisenplatten habe ich hier auch. Das heißt, das werde ich dort dazu bauen, sodass ich beides einigermaßen näher habe. Und dann könnten wir schon mal ein paar erste Solarfelder setzen. Dann kann ich euch zeigen, wie das geht. Bis dahin noch einen schönen Tag und ich würde mich über Kommentare und Kritiken freuen und ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann, Wiedersehen.